Willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Forest. Wir sind das Haus am Finalisieren und haben uns dazu entschieden, einen neuen Kult zu gründen. Richtig. Braucht noch einen Namen. Forest. Da sag ich nicht so Schiss drauf raus, wenn er nur Bosi ist. Schimpel ärgert werden wir ja auch immer noch. Ja, nicht mehr viel. Dann können wir bis zur Ähnlichkeit noch viel weiter erkunden. Das werde ich machen. Also nicht komplett fertig machen, sofort, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir unsere Bauprojekte, die wir ohne Cheats machen wollen. Zumindest, also die, wir haben ein legitim ein hübsches Haus mit Deko und allem dran gebaut, ist voll okay, ist für die Forest-Maßstäbe. Ohne zu cheaten und am Ende, wenn wir dann mal blöde Sachen bauen können, wenn wir unendlich Ressourcen haben. Baumstämme nicht in nichts kleinere Baumfell und dafür 30 Baum oder so wäre auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Weil bei das Baumfällen geht ja schnell, das ist ja nur das Abtransportieren, was nervt. Ich denke, es gibt die Stickbäume, ne? Die dünneren. Ja, klar. Gerade eingefällt. Nach denen gucke ich ja nur, weil auf dem Boden ist irgendwie sehr unzuverlässig, ob da mal Stickies liegen oder nicht. So, ich glaube, ich habe jetzt auch gleich die letzten, die wir brauchen, fürs Kreuz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwei, vier. Ah, da fällt mir noch was ein. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Catch a fish for trap. Oh lol, das Spiel ist ja clever, ey. Ach ja. So, warum beschreibe ich clever? Ja. Ja. Hast auch nicht hinbekommen. Muss ich mir Sorgen machen? Hast du vielleicht auch nicht hinbekommen, Lars? Oder hattest du schon alle in Forest? Folge? Keine Ahnung. Oh, wir haben wieder drei Mannequins bei uns in der Butze. Nee, weil ich gerade einen Fisch mit der Falle gefangen habe. Ah.
Dafür gibt's den Schiemann. Gibt Fischfallen? Ja, eben, das heißt, das Spiel ist clever. Sobald du die Hasenfalle unter Wasser erziehst, merkt das Spiel, du willst eine Fischfalle bauen. Achso, ja. Jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Ich muss mal gerade die Nachbarn wieder befriedigen. Oh ne, ich war Galoppel 1, wenn ich schon Staff. Hey, es werden ja immer mehr. Die tun sich vermehren. On the fly. Während sie in unserer Base sind, das ist ja widerlich. Ja, wir haben ein paar Kameraden gefunden. Meinen Knochen brauchen wir ja auch noch. Schön an ins fette Feuer. Vier Dödel, vier Knochenteile. Lecker. Ach so. Toll, das kann ich nicht mehr abnehmen. Scheiße. Das kann man nicht mehr. Ja, das Bild von Timmy kann ich nicht mehr runternehmen, wenn es einmal klebt. So. Ich wollte es eigentlich mal ausprobieren. Das ist gut zu wissen, dass man das aber ohne die Rahmen machen kann. Da brauchen wir die gar nicht. Das ist nur für Items scheinbar. Ich habe auch noch Hasenfälle jetzt, aber ja. Ja, ich glaube, da kannst du nur Items tun in den Rahmen. Oder was sind die sonst da? Keine Ahnung. Ich dachte, man braucht dem Timmy aufzuhängen. Timmy ist wilder. Nicht Timmy selbst. Hast vielleicht doch was? So. Kann man auch machen. Ja, er ist 40 Tage ohne seinen Vater ausgekommen. Also. Nie mehr kann verdorbenes Fleisch an den Haken hängen. Ja, das trocknet dann auch. Aber ist da immer noch ekelhaft, oder? Ja, aber es ist getrocknet. Ich kann es doch trotzdem essen.
Ich habe Stöcke in den Unter. Seht das Kreuz. Dann wegnehmt die Sünde der Welt. So. Oder so. Nice, habe ich eine Schule. So. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch Stöcke gerade? Der Korpion. Ah, ja. Und draußen der Labbingstall, den du hingeschmissen hast. Und dann haben wir es. Geil. Aha. Beruhigend, dass da unten mal was weg ist. Meinst du, die sehen uns jetzt als ihre Götter an, wenn wir das Kloster stehen haben? Also, wir sind jetzt quasi ihre Kirche, deswegen wollen sie noch erst recht hierher kommen. Hm. Wir machen ja keinen Gottesdienst, wir brauchen noch eine große Glocke, mit der wir ausrufen. Oder einen Lautsprecher, wie im Islam so ausruft zum Gebet. Kriegen wir jetzt die 30 Stöcke noch her? Was? Ja, ich hol schon 20. Aber ja, man muss mittlerweile schon was weiter. Oh no, ich hab ein Problem. Was denn? Wir sind gerade im Galoppel unten Jonas rein. Den Jonas war ich gerade schon am Dutschen, aber der Galoppel jetzt ist noch so ein Problem. Hast du 20 Stück? Okay. Wir haben alle Stücke. Ja. So. Wie viel Problem, wie viel Thrombosen? Ja, Mittel haben wir da so einen Typ hier bei uns in der Base jetzt. Ja. Aber ich bin auch da. Oh Gott. Hör auf zu laufen jetzt hier. Das ist ja das übergroße Hühnchen. Oh oh. Das bleibt stehen! Keine Schandrüstung mehr tragen. Kann ich die jetzt noch ausrüsten? Habe ich jetzt beides an? Nee, oder? Nee. Okay, dann bin ich voll. Kann nur Kälte oder Rüstung. Hm. Hier, die Stöcke kannst du noch in den Nasenkäfig, dann haben wir es. Nö.
Yay! Der erste Hase, der aber noch gefangen wird, der gehört aber mir. Ich klau den. Ah, so. We did it again. Ja, guck mal, wie viel hier noch hängen, ey, krass. Zack. Ja, die habe ich da alle hingeklatscht, weil ich keinen Platz mehr hatte. Also, beziehungsweise die Rehfälle, egal, aber die extra Haut halt. Lars. Wir haben vielleicht ein Problem, guck mal hier. Ach so, ja, das ist doch normal. Kriegen wir den wieder raus? Hä, wie ist das passiert? Thrombosen, Jonas hat ihn genau so geschlagen, dass er durch das Ding hier oben geflogen ist, meiner Meinung nach. Ja, stimmt, kann nur er gewesen sein gerade. Ja, normal. Das Spiel ist echt bugfrei, muss ich schon sagen. Also. Vielleicht vom Dach aus? Da hast du jetzt alles umzäunt. Ja, wohl, da kriegen wir uns schon rübergebackt über diesen mickrigen Zaun. Ja, warte mal, ich glaube mal rückwärts. Rückwärts ist ja immer besser als vorwärts hier bei den Karten. Jetzt steigst du aufs Katapult. Warte, ich hielt einfach rückwärts rüber, es gibt schon. Geht doch nicht. Oh Mann. Ja, da musst du halt ein Zaunelement rausnehmen. Was kosten die 10 Stücke? Scheiß Thrombosen. Idiot. Oder wir machen den Karren halt kaputt, wir brauchen ihn eh nicht mehr so unbedingt. Das ist recht, dann können wir unten parken, den machen wir direkt, komm. Pass auf, dass du jetzt nicht den Boden schlägst. Naja. Falls die überhaupt kaputt gehen, weil da müsste ja jetzt schon so ein Reparatursymbol kommen. Warte mal, ich nehme mal schon wieder den Hammer in die Hand. Ja, du siehst dann ein Symbol, sobald ich was anhaue. Wenn ich jetzt hier mal den Boden anhaue. Ich glaube, ich habe den Boden erwischt. Ja. Ja, komm, vergiss es. Mach das hier verrückt. Ja. Wieder den Boden einmal erwischt, glaube ich. Nee, den Zaun. So. Miau. Jetzt parkt er unter meinem Zimmer. In die Garage. Ja. So, dann wird's gleich dunkel, dann gehen wir pennen und dann gehen wir in den Norden. So, Garage. Passt. Was liegt hier noch so ein Körper? Ist ja ganz normal. Mhm. Oh, guck mal, da laufen sie wieder. Ey, die Butzen sind sicher halt wirklich als Joggingrunde, ey. Ist halt echt, ne? Junge Mama außenrum verschwinden würde. Ein bisschen Sport. Guckt der da oben raus, ey. Wollen wir jetzt schon pennen? Weil es wird jetzt Nacht, aber. Machen wir eventuell im Dunkeln auf, aber macht ihr vielleicht auch nichts. Wollen wir dann direkt los? Ja. Okay. Ja, dann können wir von mir aus schon.
Oh, es ist dunkel, aber egal. Auf den Erfolg erstmal noch speichern. So. Gerade auf. Ich weiß, dass mein Zimmer noch fehlt. Scheiße. Hm. So wie Licht. Ja, das dachte ich mir bei mir auch, aber ich kann ja zur Not was anzünden hier. So. Okay. Ich dachte, es ist schon Abend, es ist gleich morgen, aber nichts da. So. 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 Ja, I'm ready. Okay, der Anzug kommt an. Jawohl, ich auch. Dann brechen wir mal den Norden auf. Ganz früh am Morgen. Das gibt wieder Überstunden. Ich bin sehr gespannt, was wir dort alles finden. Mit dem Reh, wenn man hier runter guckt, ey. Ganz wichtig noch, Hasenfellstiefel und Dinger vor die, hinter die Schuhe. Let's go. Mhm. Komischerweise, weißt du, er macht übrigens den Kälteanzug, aber er braucht ja nicht mal eine Mütze. Ja. Mütze ist überbewertet. Generell keine Kopfbedeckung hier. Ich wollte gerade sagen, die Schädelmaske halt, wenn man Rüstung anzieht. Wenn ich mir so einen Kälteanzug mache, würde ich mir noch Handschuhe und Mütze mitmachen, aber okay. Mhm. Hat halt keinen Bock drauf, der Typ. So, gucken wir doch mal, wo wir das Cockpit finden. Spannend. Immer noch eine rote Flagge auf der Map. Au! Bist du denn? Ist die. Hä? Laut PIN sind wir gerade ganz weit östlich. Vielleicht ist das Gebirge auch im Osten der Map und im Norden. Das stimmt doch gar nicht. Oh, hier ist ein Zelt. Okay, kann man schlafen. Das sieht auch sehr gemütlich aus da drin. Gibt es im Osten auch Schnee? Ich weiß es nicht. Ja, aber wir sind doch nicht so weit im Osten. Unsere Butze ist doch nicht ganz im Osten. Die ist doch irgendwo mittig. Hier hört schon wieder auf, Schnee zu sein. Das war die ganze Zeit nur eine Lüge. Mm. Weil das ist kein Schnee, nur Pappe. Vielleicht sehen wir ja noch einen blöden Waschbären. Dass du auch mal einen gesehen hast. Das war mit eigenen Händen einen killen, damit er eingetragen wird, ey. Mm. Ja, aber. Jetzt geht's nördlich, ja. Jetzt von einem Wolfsrudel angegriffen werden. Ja. Das wäre schön.
Nee. Da ist das Cockpit. Wenn man die Klamotten wechselt, direkt frieren, ne? Mhm. Oh, die Leuchtpistole. Oh, stimmt, Leuchtpistole, nice. Boah, das sind die beiden Piloten. They are dead. Der ist nicht so aus, als würde durch die Scheibe gestorben sein. Der wurde von Eingeborenen gekillt. Stimmt wohl, ja. Mal das Ding entdeckt, okay. Ich glaube, sollten wir aufbewahren, für die kriegen wir jetzt keine Pistolen-Munition mehr, oder? Glaube auch. Außer die respawnt hier halt, keine Ahnung. Früher konnte ja auch das Cockpit an random Orten spawnen, das weiß ich noch. Da war es auch mal am Fluss. Bis es dann hier fest in den Norden gesetzt hat. Fucking viele Hasen hier. Guck mal hier. Geht's denn gut? Und ihr gewusst hättet, dass ihr nur 50 Meter nach Süden gemusst hättet und da wäre es warm gewesen. Ja. Ich so war Noobs. No scope. Sollten wir hin? Keine Ahnung, was ist jetzt hier? sieht aus, als wäre es eins zu weit oben. Ist aber ein Zelt. Okay, hier sind noch Sachen. Okay, dann ist es intended, dass man hier sein kann. Warum haben wir da so ein random Zelt, wie der mitten in der Eiswüste steht? Man weiß ja nicht. Nur, dass man abspeichern kann. Ja, okay, von da unten wären wir auch hochgekommen, ja. Gott, ein fetter Berg. Wird schon langsam eisig. Komm mal nicht hoch, ist so rutschig. Ich ahne, was man da mal hier machen kann. Hochbauen. Muss man sich nur hochbauen oder so mit Treppen? Mein. Ich habe auch das Bausystem geben, können wir uns überall hochbauen. Ich bräuchte halt. Die Kohlepanzer müssen wir eh noch besorgen, dann für den Bonus. Ich hab noch einen einstecken. Ah, okay. Warum auch immer. Weiß auch nicht. Dann überhaupt rutschen können.
Jetzt sind wir wirklich ganz nerdig, so dass ich hier die Map zeichnen kann. Ja, hier ist halt wenig bis nichts. Ja, sehr enttäuschend. Sass. Hart Sass, aber ich würde aufpassen. Kommen nie wieder raus. Ich glaube auch nicht, aber irgendwie will ich es trotzdem versuchen. Ja, okay, da geht's sehr tief runter. Ja, da geht's unter die Map. Und wenn sie einfach speichern könnten, dann könnten wir mal runtergehen, aber. Wäre hier doch nur ein Zelt. Ja, okay, sollen wir hier irgendwo runter? Hier ist nichts mehr. Ja, komm, wir machen den Skyrim Way of Upstrike. Hat der da eigentlich seine Karte angezeichnet, noch der Dude? Boah, hier ist wieder grün. Ja, mein Tape sah das alles so aus, müsste hier irgendwo die fette Butze stehen, aber. Ach, das hat er sich angezeigt, ne? Das Eiswasser. Hier habe ich auch die Waschbären gesucht. Immer im Wasser irgendwo. Oh, Pilze. Brauchen wir noch zwei Mushroom-Types, weil dachte ich hätte schon alle gegessen. Ich hab vier Inventar, welche zwei Pilzarten fehlen mir? Die Ölbaum-Trichterlinge sind noch nicht. Lars, guck mal hier. Ah. Heufeu. Bring. Ich habe kein Dynamit. Dann mach ich's. Das eventuell in meinem Regal gelassen. Die Arme. Wow! Und das wurde 7 Teil 7 von 8. Das hier ist übrigens altes Foto 7 von 8, deshalb wird immer den Teil, ja. Das ist das hier. Ja. Da fehlt noch ein bisschen was. Also ich habe 4 Teile. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe auch genau geguckt. Fehlen also noch 4, okay. Frage,
was wir sonst noch so finden. Ich glaube, dass hier nicht viel ist, ehrlich gesagt, leider. Mhm. Bis auf die zwei Sachen, die wir jetzt gefunden haben. Verdammt viele Pilze, die erwachsen. Mhm. Auffälligen Farben. Da gibt es auch, glaube ich, keine Höhlen. Ja. Höhle haben wir ja alle, Leute, Schiefen. So. Ja, ne, keine Ahnung. Oh Gott! 7. Geht. 7 von den Weißen. Rennen da auf das Schneegebiet nackt, ey. Gut, Leute, aber ja, mal gucken, was hier noch so gibt. Sehen wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nichts mehr. Deshalb bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.